Hallo an alle, hier sehen wir den neuen X-Ray 2021 als US-Version und ich werde jetzt mal langsam anfangen, diese heilige Box zu öffnen, damit ihr seht, was alles neu ist, was wir alles geändert haben. Ja, ich fange aber einfach mal an. Wie ja allen bekannt ist, in der 12er Box ist ja meistens nicht viel drin, aber wie gewohnt die Bauanleitung von dem neuen Fahrzeug. Hier möchte ich direkt zu anmerken, unser Alex hat hier Erklärvideos zu den jeweiligen Bauabschnitten, zu den Teilen abgelegt, die ihr per QR-Code-Scanner einscannen könnt. Und auf der X-Ray-Seite automatisch euch das Video zu anschauen könnt. Wie gewohnt ist auch wieder unser Bogen damit dabei, die Ersatzteilliste mit dabei und das Zertifikat. So, hier sehen wir, ich habe die US-Version gewählt. Das ist das neue Zur-Alu-Chassis. Der neue Motorpod. Hier hat sich natürlich die Aufhängung hier geändert. So, dann jetzt kommen wir zu den kleinen Packungen. Ich schneide die einfach mal auf, um euch zu zeigen, was aus meiner Sicht die wichtigsten Teile sind. Unser bekannter Akkuhalter, der wurde auch noch ein bisschen verfeinert. Kennen wir alle Tubes, Schrauben. Der neue hintere Halter. In der Tüte sind auch noch drin die neuen Seitenteile von dem neuen Pod. Hier wieder, das hatten wir auch schon mal gehabt, das Einlegen von den Höhenaugen zum Verstellen der Hinterachse. Hier sind die Augen auch verpackt, wie ihr hier seht. Und bei der US-Version haben wir von vornherein schon die Starrachse mit dabei. Das ist nur eine Schraubentüte. Der altbekannte Dämpfer, diesmal alles in Schwarz. Hier die üblichen ganzen Kleinteile. Dort sind auch zwei Carbonteile mit bei, die zur neuen Version gehört. Und zwar unsere Seitenversteifung. Einmal Schrauben, jede Menge Kleinteile, diese Bumper, Gummi für den Akku, also alles das, was ihr eigentlich schon aus den vorigen Versionen kennt. Dann ist hier auch noch eine interessante Tüte, die auch mal auf. Dort haben wir auch wieder neue Teile, ganz insbesondere zur Vorderachse. Unser neuer Frontrammer, der ist jetzt ein bisschen länger, damit er die Karo vorne etwas sauberer auflegt. Die Querversteifung für die neue Vorderachse und das neue untere Teil der Vorderachse. Noch wichtig in der Tüte oder interessant in der Tüte ist natürlich unsere neuen Kingpins. Im Originalbaukasten ist der Satz bei mit 1,5 Grad Sturz von vornherein. Höheneinstellung wie gewohnt über unsere Chims. Wie ihr seht, jede Menge Kleinteile. Seid gespannt. Ich werde auch noch ein Video machen mit dem Gunnar zusammen über das fertige Modell. Und dort werden wir euch versuchen zu erklären, was alles neu ist, wo wir was geändert haben und wie man das alles einstellt und macht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es war ein kurzes Video. Mehr folgt.